Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ori and the Blind Forest. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, jetzt geht die Reise wieder weiter mit dem kleinen Ori. Und die Melodie spielt wieder schön ein. Ich mag die Musik, die ist schön. Warte, ich teste mal. Jetzt springe. Okay, jetzt drücke ich nach unten. Ah, da macht er einen Rückwärtssalto. So, gut. Dann wollen wir mal weitermachen. So, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Aber ist schon krass, oder? Wie die Atmosphäre von hier zu hier richtig düster wird. Das ist schon... Und ich sag vorweg, ich habe ja jetzt eine neue Tastatur, die von Rocket. Die MK Glow. Oh. Achso, wenn... Oh, was ist das denn? Oh. Oh, den, der tut weh. Und, warte. Soll ich mal die Punkte rüber? So, also wie gesagt, ich habe jetzt hier MK Glow von Rocket. Und das kann sein, dass die ziemlich laut ist, weil es ja eine Gaming-Tastatur. Also nicht wundern. Ach Gott, jetzt schaffe ich den einfach einen Sprung hier nicht. Also bitte nicht böse sein. Aber die hat auf jeden Fall eine bessere Reaktionszeit. Muss ich ehrlich zugeben. Das macht... Das ist schon... Ist schon was ganz anderes hier. So. Zack. Warte mal, komm schon. Das ist ja ein großes Stück. Ein Monster gewesen, was da rauskam. So, die Punkte brauchen wir. Wir müssen uns den Weg hier freispringen. So, da waren wir schon gewesen. Genau, jetzt müssen wir hier den Weg aufsprengen. So. Jetzt sind wir wieder hier bei diesem ekligen Spinnennetz. Ah, guck mal, da links. Ih, habt ihr gesehen? Genau, dann sind wir da nämlich richtig gut runtergesprungen. Oh Gott. Ich will nicht. Guck mal da oben. Oh Gott, ist das eklig. Ja, mir fehlen jetzt 4 Stück, habe ich aber nicht. Oh Gott. Warte mal. Gespeichert, jetzt haben wir keine Punkte mehr. Aber probieren wir was. Oh Gott. Oh, ist das eklig. Von den ganzen Spinnen, die da in den Eiern wackeln. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Oh, warte mal. Oh. Und da oben das Ding können wir kaputt machen, da fällt es runter. Wow. Kick meine an, die Film ist bereit. Perfekt. Okay, darunter kommen wir auch noch nicht. Das müssen wir auf jeden Fall erstmal wieder rüber. So, was machen wir als erstes? Ich glaube, wir... Machen wir erstmal den kaputt. Boah, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich war erschrocken, weil da von der Seite noch was angeflogen kam. Hä? Hey? Hey, kam ich ja vorhin nicht gerade noch auf? Wow. Ein Schuss, ich war tot. Okay, ich weiß auf jeden Fall, was wir jetzt machen müssen. War gerade bloß ein bisschen... ungewohnt. So, dann wieder rüber.
Nein! Ah, hier wollte ich schon immer mal sein. Komm schon, Uri. Alle. Ja, geschafft. Und drüber. Das ist ja gar nicht so leicht. So, jetzt haben wir. So, und wieder zurück. Ach, die Spinne hat gespuckt. So. Ich habe mich voll gewundert, was mit mir da. Was denn. Oh, die trifft mich aber auch eiskalt, ne? Was? Du hast einen Fähigkeitenpunkt erhalten. Erzeuge eine Seeleverbindung und tippe. Okay. Na gut. Wir gehen erstmal wieder hoch. Springe rüber und. So, kann man jetzt hier speichern. Ah. So, wir haben jetzt zwei neue, ja. Gut, das überlegen wir. Lässt die meisten einsammelbaren Gegner auf der Karte erscheinen? Das Erstellen einer Seelenverbindung stellt einen Lebensmittel wieder. Aha, erhöht die Stärke der Geisterflamme. Okay, aber eigentlich an sich ist er stark. Ach ja, nee, wenn ich jetzt schieße, dass ich dann mehr Schaden mache. Aber ich kann jetzt. Kostet da eins, ne? Oh, hier kostet es irgendwann zwei. Wow. Lässt die meisten einsammelbaren Gegenstände auf der Karte erscheinen. Warte mal, das ist aber auch nice. Aber mehr Schaden wäre auch super. Aber Schaden kriegen wir erstmal so weit hin, weil wir können ja schnell genug die M1-Taste drücken. Würde ich sagen, machen wir die beiden hier. Was haben wir da? Halbiert die Kosten der Stichflamme. Ah. Eingesammelte Vitalität wird verdoppelt. Okay. Machen wir das so. Gehen jetzt hier zurück. Und, so, Spiel gespeichert. Sehr nice. Hey. Ah, der ist aber auch nervig, ne? Die Spinne ist schon. Oh. Ja, drei. Du hast eine Energiezelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Energie einsammeln und nutzen. Denk dran, dass du mit dieser Energie eine Seelenverbindung erzeugen und dein Spiel speichern kannst. Vielen Dank. Vielen Dank. Aber ich fühle mich hier trotzdem nicht wohl. Warte mal. Okay, da waren wir, glaube ich, schon mal. Genau, da war dieser eine Stein. Genau, da waren wir schon gut. Warte mal. Karte aufrufen war wie? Hm. Und da im Hintergrund habt ihr gesehen, war wieder das schwarze Vieh, was uns die ganze Zeit schon verfolgt. So, siehst du, das ist eigentlich ganz einfach. Brauchen wir eigentlich gar keinen Schaden mehr machen. Also, die Erweiterung erstmal. Sehr schön. Boah, das wird jetzt. Kann ich da drin schwimmen? Warte mal, ich versuch's mal. Okay. Ich wollte es nur probieren. Ich wollte. Oh, wie gestorben ist. Habt ihr gesehen? Voll ertrunken. Wow, wie soll ich denn da rüberkommen? Muss ich bei diesem Spiel aber auch wirklich sehr konzentrieren. Es sind sehr schöne Spiele, aber auch sehr schwer. So, und alle ab. Sehr schön. Und
Weg mit dir. Richtige Spinne. So, das nehmen wir dankend an. Was ist jetzt hier? Der Weg ist jetzt versperrt, ja? Gut. Dann gehe ich jetzt hier wieder rauf. So. Da oben ist ein grüner Stein. Das wäre so ein Kribbelfieh. Und alle ab. Ah, die sind schon keine Schwierigkeit mehr. So. Warte mal, schaffe ich das darüber? Oh Gott. Oh, habt ihr das gesehen? Voll fies. Aber irgendwie muss ich mich doch festhalten können, oder? Ah, warte mal, ich versuch's mal nochmal so. Warte mal, mit Anlauf. Nee, man kann sich nicht festhalten. Schade, weil ich dachte, wir kriegen da diesen einen Stein da, den grünen. Aber scheint vor uns noch nicht gewährt zu sein. Dann gehen wir einfach weiter. Ich will auch nicht so lange aufhalten. Wollte ich noch ein bisschen was von diesem wunderschönen Spiel zeigen. Ori, ganz alleine hier, in dieser dunklen Welt. Gott. Aber die Gestalten, die hier rumlaufen, die sind mir echt nicht geheuer. Was haben wir hier jetzt? Warum kann ich jetzt hier rein? Warte mal. Kann ich irgendwas ziehen? Nee, aber warum kann ich hier rein? Alle, hopp. Kein Problem mehr für uns. Ah, die Sprünge sind echt. Man weiß auch nie wirklich, wo welcher Weg für einen offen ist und welcher nicht. Ach, komm mal, so nah. So nah. Oh. So. Warte mal, ein. Okay, nehme ich gerne einen Kauf. Was muss ich überlegen? Wenn ich jetzt den ver... Ich speichere einfach. So, hier haben wir 9 Seelenstein. Das ist sehr nice. So, dann hier. Ist wieder so ein schöner Stein, der uns nicht gewährt ist. Komm schon. Sehr schön. Du hast ein Kartensteinfragment gefunden. So. Okay, den haben wir schon mal. Gut, weiter geht's. Wir müssen natürlich aber trotzdem noch einmal rüber. Weil da oben nicht so ein schöner großer... Oh, den krieg ich niemals. Oder? Boah.
Ey, wie kommt man denn da oben hoch? Wird der immer verknifflichter? Verknifflichter? Er wird auf jeden Fall. Was ich sagen wollte, es wird immer kniffliger und nicht verkniffliger. Also. Der Hohberg. Aber wir können jetzt nach rechts und nach links, ne? Also, wir haben da zwei. Oh, wir sind fast down. Da ist er wieder. Wow, 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 wow. Aber wie viele aus so einem Ding rauskommen, ne? Ist echt unglaublich. Weil wir es können, machen wir es. Okay, hier können wir noch ungeschadet hoch. Wow. Krass. Komm schon, schieb, 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 schieb. Komm schon, Uri, mit aller Kraft. Ah, sehr schön. Ach, jetzt toll, jetzt haben wir hier so ein Speicherding. Gut, das konnten wir jetzt nicht wissen. Aber gut, weiter geht's. Wo geht's jetzt weiter? Warte, da oben wahrscheinlich. Oh, das müssen wir. Warte mal. Ah, ich weiß, was wir machen müssen. So, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, sehr knapp auf jeden Fall. Aber hier bin ich schon mal auf. Gehe ich schon mal auf Nummer sicher und gehe einen Schritt zurück. Komm schon, kleiner Mann. Okay, wir haben's. Sehr schön. Ich finde das hier voll schön, wenn dieses Schwarze so, wenn es zu nah ist. Nanu? Ein Gumon aus der Elendsruinen. Wir müssen seinen Fußabdrücken folgen. Lass uns holen, was er gestohlen hat. Neues Ziel, gewinne die Wasserader zurück. Was? Drücke um... Ah... Der Ginso bauen, da sind wir schon ganz nah. Aber wir sind eigentlich schon da. Wir brauchen nur diesen Stein, den er uns gestohlen hat. Wo bist du, Kleiner? Hey, hey, hey! Jetzt ganz runtergesprungen. Okay, das brauchen wir nicht. Wir haben volles Leben. Boah. Boah. Okay, wir haben's. Alter Schwede, was ist das für ein Monster? Das schaffen wir nicht, darüber zu springen, ne? Versuch's mal auf einen anderen Weg. Huch, was ist er mein? Ah, na gut. Boah. Ach.